So, Tag in Hasenbeeren und herzlich willkommen zu der dritten Aufnahme von Minecraft und der dritte Versuch. Da die anderen es bis jetzt immer noch nicht geklappt haben. Ja, ihr seht jetzt hier, wir haben jetzt eine Stadt hier gebaut, oder eine kleine Stadt. Wir haben jetzt hier einen Public Server. Die Admins, die sind jetzt hier einmal DR Let's Play und einmal MC Disaster. Es können sozusagen dann 18 Leute drauf, weil immer die drei Plätze frei sein sollten für einen Admin. Weil eigentlich können ja, mich nervt das gerade, das leckt schon oder so, sorry, Sauna. Eigentlich können auf dem Server hier 21 Leute drauf. Was halt anders machen, was ist so, dann geht's besser, glaube ich. So machen geht es nicht anders. Aber in dem Fall ist es so, dass jetzt halt hier halt von diesen 21 Plätzen immer die drei für die Admins frei bleiben sollten, wenn es geht. Wenn der Server gut ankommt, würde die Zahl an Leute, die drauf können, eh noch erhöht. Ja, ihr habt jetzt hier das Postprinzip und die Regeln für die Post. Wenn man jemanden eine Nachricht hinlassen will, das macht man mit Hilfe von Schildern, indem man die einfach so an die Wand pappt. Und wir haben hier, jetzt muss ich mal rüber, wir haben hier dann den Server Regeln, die sind dann hier drinnen, hier, das sind die Server Regeln, und hier sind die Admins aufgelistet auf der Seite. Oh, komm, das nervt, dass das gerade schon so leckt, ne? Ja, das erste, was ihr machen solltet, wenn ihr den Server betritt, das erste Mal am besten einfach mal nach den Regeln schauen. Und wenn einer regelmäßig kommt, dann kriegt er hier sogar noch so ein kleines Postfach, wo jetzt derzeit noch 5 verfügbar sind. Und hier auf der Gegenseite sind dann die Admin-Büros. Und es kann dann gegebenenfalls, wird halt die Post auf einen Stockwerk erhöht. Und dann kann man dann nicht weitere Postfächer reinbauen. Und wir haben jetzt so eine Art Bahnhof, da ist jetzt auf Gleis 1 die Straßenbahn zum Beispiel, dann hätten wir noch eine U-Bahn, die jetzt zum Beispiel hinten mit meinem einem Dings verbunden ist, mit meinem Fanshop, den ich da drüben habe. Ja, das ist jetzt mal so das Grundlegendste des Servers. Dann haben wir hinten oben haben wir noch ein Himmelsschloss und so, aber die Begehung, die mache ich wann anders. Das ist jetzt nämlich bloß die Vorstellung des Servers. Jetzt regnet es. Jedenfalls schnelles Wetter. Jetzt gleich regnen wir auf. Ah ne, ich habe einen Fehler. Yes. So, jetzt sind Leute irgendwie bestimmt. Jetzt muss ich gleich auf ihn zu regeln. So. Ja, das ist mal so der Server, den habt ihr jetzt mal gesehen. Ich werde euch die IP vom Server werde ich euch in die Beschreibung packen. Dann braucht ihr im Endeffekt nur dieses Spiel, das kostet glaube ich 7 Euro auf dem Play Store. Und dann könnt ihr mit uns zusammen spielen. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier noch ein paar schöne Stunden miteinander haben auf diesem Server. Wenn ihr euch ein neues Grundstück hier auf dem Server anlegt, dann entzäunt